Als Basis für das Projekt haben wir einen Roboter genommen von der Marke Universal Robots, und zwar den UR5. Das Besondere an diesem Roboter ist, dass er unter Menschen arbeiten darf. Das heißt, wenn er sich bewegt und ein Mensch berührt ihn, erkennt der Roboter das und stoppt sofort die Bewegung. Der Roboter wird über ein beigelegtes HMI programmiert, in dem Punkte angefahren und gespeichert werden. Auf dem Zug befindet sich ein Magnet. Dadurch erkennt der Hall-Sensor, wo sich der Zug befindet. Im Inneren des Hall-Sensors ist eine Metallplatte verbaut, an die wird eine Spannung gelegt. Es entsteht nun ein elektrischer Strom. Wenn nun ein Magnetfeld darauf wirkt, wird dieser Strom durch die Lorentzkraft abgelenkt. Somit entsteht eine Spannung senkrecht zur davor angelegten Spannung. Diese Spannung kann man nun messen. Somit lässt sich sagen, ob ein magnetisches Feld vorhanden ist oder nicht. Der Greifer ist wegen dem Ventil in Grundstellung auseinandergefahren. Beim Schalten des Ventils fährt er jedoch zueinander. Die Finger vom Greifer wurden extra konstruiert und 3D gedruckt, damit der Greifer den Zug optimal nehmen kann. Gesteuert wird der Roboter von einer SPS unter dem Roboter in einem Schaltschrank. Die SPS sitzt noch weitere digitale Ein- und Ausgänge für beispielsweise Sensoren wie einen Riedkontakt oder ähnliches. Außerdem findet man hier noch ein Datenübertragungskabel zum HMI, um den Roboter zu programmieren. Links oben von euch befindet sich das 5-2-Wegeventil. Dieses steuert den Greifer. Es besitzt insgesamt 5 Anschlüsse und 2 Schaltstellungen. Es ist federrückgestellt und elektrisch betätigt, das heißt, wenn ein elektrisches Signal kommt, schaltet das Ventil durch und der Greifer bewegt sich.